Okay, ich wechsle wieder zu Deutsch. Ich hoffe, Sie können meinen Bildschirm sehen. Sie können meine Präsentation jetzt sehen. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einer Präsentation mit dem Thema spielerisch-kreative Wege zur Prüfungsvorbereitung auf das ÖSD-Zertifikat B2. Ich weiß nicht, wer von den Anwesenden schon das ÖSD kennt, vielleicht sogar schon ÖSD-Prüfer oder Prüferin ist, und wer das ÖSD vielleicht noch nicht kennt. Deshalb möchte ich beginnen mit einem ganz kurzen Überblick, was ist das ÖSD und was ist das ÖSD-Zertifikat B2. Und danach, also wie gesagt, ich werde das sehr kurz halten, und danach gehen wir medias in res. Das heißt, wir werden uns einige spielerische und kreative Wege ansehen, wie Prüfungsvorbereitung gestaltet werden kann. Ich habe Beispiele mitgebracht zu allen vier Fertigkeiten und vor allen Dingen auch Beispiele, die jetzt jenseits dessen liegen, dass man halt Übungssätze mit den Teilnehmern durchmacht, sondern was man eben ein bisschen outside the box sozusagen mit den Teilnehmern machen kann, damit da auch die Motivation gesteigert wird im Unterricht, damit das auch Spaß macht, sich auf die Prüfung vorzubereiten. Und wir wissen alle, eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete. Wer gut vorbereitet zur Prüfung kommt, hat auch bessere Chancen, diese dann letztendlich zu bestehen. Vorweg, wie gesagt, ein ganz kurzer Einblick in das ÖSD. Das ÖSD ist ein international anerkanntes Prüfungssystem für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Unsere Prüfungen werden mittlerweile in über 50 Ländern an mehr als 400 Prüfungszentren auf der ganzen Welt angeboten. Und jedes Jahr entscheiden sich schon über 100.000 Menschen dafür, eine ÖSD-Prüfung abzulegen. ÖSD-Prüfungen sind Feststellungsprüfungen, das heißt, sie sind standardisiert. In jedem Prüfungssatz ist die gleichen Aufgaben. Es gibt immer gleich viel Zeit. Es wird nach den gleichen Kriterien beurteilt. Sozusagen macht es keinen Unterschied, ob ich eine Prüfung in Budapest ablege oder in Veszprém oder in Wien. Die Voraussetzungen bei der ÖSD-Prüfung sind immer die gleichen. Ganz wichtig ist auch, ÖSD-Prüfungen sind kursunabhängig. Das heißt, wir richten uns bei den Prüfungsinhalten nicht nach einem Lehrbuch, sondern alle Prüfungsinhalte orientieren sich am GER, am Referenzrahmen, und es gibt kein Lehrbuch, nach dem wir sozusagen vorgehen. Das hat auch den Vorteil, dass es für die Kandidaten egal ist, ob sie jetzt im Unterricht mit einem Huber-Lehrwerk gelernt haben oder mit einem Klett-Lehrwerk oder vielleicht mit gar keinem Lehrwerk, sondern nur mit Unterlagen des Lehrers. Solange sie auf dem Niveau sind, zu dem sie zur Prüfung kommen, ist das alles in Ordnung. Was ist für unsere Prüfungen charakteristisch? Für unsere Prüfungen sind zwei Dinge charakteristisch, und zwar ist das erste ein Real-Life-Approach. Wir versuchen in allen Prüfungsaufgaben ein möglichst authentisches Setting zu schaffen, also eine Situation zu schaffen, in der die Prüfungskandidaten auch in der Wirklichkeit sich wiederfinden könnten, und in diesen Situationen sollen sie dann sprachlich handeln. Ja? Das betrifft natürlich insbesondere die Schreib- und die Sprechaufgaben, wo das eben Situationen sind, die durchaus auch im Alltag vorkommen. Die Plurizentrik der deutschen Sprache sichtbar zu machen, ist wiederum etwas, das wird greifbar vor allen Dingen beim Hören und beim Lesen. Deutsch ist ja eine plurizentrische Sprache. Wir wissen, Deutsch wird in Österreich gesprochen, aber auch in der Schweiz und auch in Deutschland. Und wenn man sich damit beschäftigt hat, weiß man auch, dass man relativ schnell hört, wo ein Sprecher herkommt. Ja, also wenn man jemanden Deutsch sprechen hört, kann man relativ schnell sagen, diese Person ist aus Österreich oder aus Deutschland oder aus der Schweiz. Das hat einfach den Grund, weil ja die verschiedenen Varietäten, also das Deutsch in Deutschland, das Deutsch in Österreich und das Deutsch in der Schweiz, bestimmte Eigenheiten haben. Sei das die Verwendung bestimmter Wörter. Also in Österreich sagt man zum Beispiel die Türschnalle, in der Schweiz hieße das die Türfalle und in Deutschland heißt es die Türklinke. Ja, aber es ist alles eine Bezeichnung für einen bestimmten Gegenstand. Also aufgrund dieser kleinen Unterschiede, die allerdings insgesamt nur ungefähr 10% der Sprache ausmachen, kann man feststellen, woher jemand kommt. Und diese Unterschiede in der deutschen Sprache, die arbeiten wir auch insbesondere beim Hören und beim Sprechen in die Prüfung ein. Das tun wir aber in einer Art und Weise, dass das nicht die Prüfung schwerer macht,
sondern wenn das zum Beispiel jetzt ein Wort ist, das man nur in der Schweiz verwenden würde, dann ist das auch mit Sternchen in Gemeindeutsch sozusagen erklärt. Aber das zieht sich, wie gesagt, durch alle unsere Prüfungen, Situationen, die möglichst authentisch sind, möglichst realitätsnah sind und ein plurizentrischer Sprachansatz, also deutsches Deutsch, österreichisches Deutsch und Schweizerdeutsch. Aber bitte niemals verwechseln mit Dialekt. Dialekt muss man natürlich keinen können, um zur ÖSD-Prüfung kommen zu können. ÖSD macht neben den Prüfungen auch immer wieder bei Projekten mit, und zwar auch bei sehr bekannten Projekten. Das bekannteste von allen ist wahrscheinlich der gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen, der ja 2020 auch der Begleitband zum Referenzrahmen erschienen ist. Und 2020 ist dies auf Deutsch erschienen, 2018 schon auf Englisch mit den neuen Deskriptoren. Hier hat das ÖSD zum Beispiel mitgearbeitet bei der Begutachtung und vor allen Dingen auch bei der Übersetzung. Ja. Ein weiteres Projekt, bei dem ÖSD federführend beteiligt war, ist Profile Deutsch. Viele von Ihnen, die Deutsch unterrichten, kennen das vielleicht. Profile Deutsch ist sozusagen die Konkretisierung des GER für die deutsche Sprache. Das heißt, hier drinnen findet man Wortlisten, welche Wörter muss man auf A1 können, welche grammatischen Konstruktionen sind auf welcher Stufe zu lernen und so weiter und so fort. Also sehr konkret heruntergebrochen für das Deutsche. Und eine weitere Publikation, die vielleicht manche von Ihnen kennen, ist mündlich. Mündlich sind Videobeispiele, die gebenchmarkt wurden, also wo ein Expertengremium dann eingeschätzt hat, auf welcher Stufe sich die jeweiligen Sprecher befinden. Also zur Illustration des GER oder Profile sozusagen. Also wie gesagt, ÖSD beteiligt sich immer gerne an solchen Projekten und Kooperationen und ist da auch sehr aktiv. Zum Schluss, bevor wir jetzt sozusagen wirklich ganz konkret in die Prüfungsvorbereitung gehen, habe ich Ihnen hier noch eine Übersicht mitgebracht, auf der Sie sehen, welche Prüfungen das ÖSD anbietet. Das ÖSD bietet derzeit Prüfungen auf allen Niveaus des Referenzrahmens an. Das heißt, wir haben Prüfungen von A1 bis C2. Und Sie sehen auch, auf manchen Stufen gibt es mehrere Prüfungen. Das ist zum Beispiel auf den A-Stufen der Fall. Bei A1 und A2 gibt es Prüfungen für Erwachsene. Es gibt aber auch Prüfungen für Kinder, wo dann die Aufgaben natürlich so gestaltet sind, dass das für 10- bis 14-Jährige attraktiv ist. Und es gibt manchmal auch Österreich-Varianten, die jetzt für Sie vielleicht nicht so interessant sind, die aber im Migrationskontext in Österreich eine Rolle spielen. Von den Prüfungen B1, B2 und C1 gibt es jeweils eine Jugendvariante, und von der Prüfung C2 gibt es zwei verschiedene Varianten, einmal eine Wirtschaftssprache Deutsch und einmal eine allgemeinsprachliche Prüfung. Also wie gesagt, wir Prüfungen auf allen Niveaus und auf jedem Niveau eigentlich auch mehr als eine Prüfung, also in verschiedensten Varianten, für jede Zielgruppe etwas sozusagen. Gut, natürlich gibt es zur Vorbereitung auch zahlreiche Materialien. Das ist das, was Sie, wenn Sie ÖSD-Prüfungen schon kennen, bestimmt auch schon gesehen haben. Es gibt Übungsbände, in denen verschiedene Prüfungssätze bzw. Übungssätze zu finden sind, wo man das als Kandidat einfach durchüben kann vor der Prüfung. Hier ein kleiner Hinweis, ganz neu erschienen, also erst Anfang des Jahres erschienen, ist der Übungsband für C2, der für C2 und C2 Wirtschaftssprache Deutsch Prüfungssätze enthält. Und auch sehr neu oder auch brandneu ist der Übungsband für A2, der Band 2, der auch erst heuer erschienen ist. Also das ist natürlich die klassische Möglichkeit, die alle kennen. Übungssätze durchüben, Leseaufgaben machen, wie sie in der Prüfung vorkommen. Das ist auch legitim und das ist auch wichtig, dass man das tut, damit man einfach auch mit den Methoden vertraut ist, die in der Prüfung vorkommen. Aber natürlich ist das auf Dauer ein bisschen langweilig, wenn man nur einen Prüfungssatz nach dem anderen durchübt. Was ist noch verfügbar? Auf der Homepage finden Sie außerdem Videobeispiele für mündliche Prüfungen. Da meine dezidierte Empfehlung, im Unterricht auch einmal so ein Videobeispiel von einer Prüfung gemeinsam mit den Schülerinnen, mit den Schülern anzusehen, damit sie einfach schon darauf vorbereitet sind, was passiert in der mündlichen Prüfung, wer ist da alle mit mir dort, wo wird reingefragt, wo wird nicht reingefragt,
Das gibt einfach Sicherheit, wenn man die Situation sozusagen schon einmal gesehen hat und kennt. Für diejenigen, die es ganz genau wissen wollen, gibt es auch eine Probeprüfung. Das heißt, man kann direkt bei der Zentrale einen Termin buchen und kann dann eine Probeprüfung ablegen und bekommt von der Zentrale ein Feedback, was man noch verbessern sollte und was schon ganz gut funktioniert. Aber wir sprechen ja hier von Unterricht und von Ihrem Unterricht. Und da schauen wir uns jetzt heute Beispiele an für B2. B2 ist eine Stufe, die sehr häufig geprüft wird, vor allen Dingen in Ungarn sehr beliebt ist. Und deshalb habe ich B2 für heute ausgewählt. Aber manche Aufgaben kommen auch auf anderen Niveaus vor oder in anderen Niveaus vor. Und die können Sie dann auch umlegen für verschiedene Stufen. Die erste Aufgabe oder das erste Beispiel bezieht sich auf das Lesen. Ich gehe einfach chronologisch sozusagen mit Ihnen durch die Prüfung. Bei der Prüfung, wenn man kommt, wird auch als erstes der Subtest Lesen abgelegt. Und im Lesen gibt es eine Aufgabe, das ist die Aufgabe 2, die für Lernende manchmal recht schwierig ist. Ja? Worum geht es bei dieser Aufgabe? Bei dieser Aufgabe bekommen die Lernenden 10 Überschriften und 5 Texte und sollen für jeden Text die richtige Überschrift auswählen. Ja? Das heißt, es wird global Verstehen überprüft. Ich muss verstehen, was ist sozusagen das Überthema dieses Textes. Es geht nicht darum, jedes einzelne kleine Wort im Text zu verstehen, sondern es geht darum zu verstehen, was ist generell das Thema. Damit tun sich Lernende, wie gesagt, oft etwas schwer. Sie bleiben ganz gerne einmal an einem Wort hängen, das sie nicht verstanden haben. Oder eben sie schaffen es schwer, den globalen Inhalt zu benennen. Wie könnte man das üben? Zu diesem Phänomen an den Wörtern hängen bleiben, vielleicht ein ganz kleiner Tipp. Machen Sie einmal etwas. Gehen Sie einmal her und nehmen Sie einen Text, den die Lerner kennen und verstehen, und streichen Sie Wörter weg. Ja, also Wörter, die bekannt sind, streichen Sie die mit einem schwarzen Stift durch, dass sie nicht mehr zu lesen sind, nicht mehr lesbar sind. Das können Sie auch auf Ungarisch machen. Also es muss gar nicht in der Fremdsprache sein. Und geben Sie Ihren Lernenden diesen Text einmal zu lesen, wo einige Wörter einfach weggestrichen sind. Einfach um den Lernenden zu zeigen, dass man trotzdem den Text als Ganzes verstehen kann und dass es eben nicht so wichtig ist, einzelne Wörter zu verstehen. Ja, also damit man wegkommt von diesem, ich muss jetzt jedes Wort im Wörterbuch sofort nachschlagen, wenn ich es nicht verstanden habe, ist das oft ein bisschen ein Augenöffner, ein Eye-Opener, wenn ich einmal einen Text gebe, in dem tatsächlich Lücken drinnen sind und der trotzdem verstanden wird. Wie kann ich jetzt aber das Globalverstehen sozusagen trainieren? Man kann ein Setting schaffen, in dem man sozusagen sagt, wir stellen uns jetzt vor, wir arbeiten bei der Tageszeitung oder bei einem Magazin und wir lesen einen Text. Ja? Das heißt, Sie müssen für den Unterricht Texte vorbereiten. Das können kurze Texte sein, das können längere Texte sein. Das ist eigentlich unerheblich. Und Sie stellen sich vor, Sie sind jetzt, also die Lernenden sollen sich vorstellen, Sie sind jetzt die Chefredakteure dieser Tageszeitung oder dieser Zeitung und bekommen diese Artikel vorgelegt. Und Sie müssen aber noch eine Überschrift dazu formulieren, weil die ist noch nicht da. Ja? Im Zuge dessen kann man auch thematisieren, was für Überschriften typisch ist. Ja, so, dass die Überschriften kurz und knackig sind, dass Überschriften nicht über 3 Zeilen gehen im Normalfall, dass Überschriften nicht alles vorwegnehmen, sondern manchmal auch Dinge nur andeuten. Und dann kann man die Teilnehmer den Text lesen lassen und sie Überschriften dazu verfassen lassen. Diese Überschriften dann in der Klasse sammeln und vergleichen. Ja? Wer hat welche globale Idee sozusagen formuliert? Und dann kann man gemeinsam auch die beste Überschrift auswählen. Ja? Das schärft einfach den Blick auf das Wesentliche. Ja? Das richtet den Blick weg von den Details und richtet ihn auf das Wesentliche, auf die globale Idee und hilft den Teilnehmern, Strategien zu entwickeln, wie man eben aus einem Text herausliest, was ist das Überthema. Ja? Macht Teilnehmenden in der Regel auch Spaß, insbesondere der Teil dann, wo dann die Überschriften gesammelt werden. Und man kann dann zum Beispiel auch noch eine Abstimmung draus machen, die beste Überschrift gewinnt zum Schluss. Das kann auch ein ganz symbolischer Preis sein,
Sobald sie da ein Wettbewerbselement hineinbringen, steigert das die Motivation normalerweise gleich noch einmal mehr. Und wie gesagt, man reflektiert dann auch gemeinsam darüber, welche Informationen gehören in die Überschrift und welche nicht. Das kann, wie gesagt, eine sehr effektive Vorbereitung auf diese Leseübung sein, wo man aus 10 Überschriften eine auswählen muss. Kommen wir zum Hören. Das Hören. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel aus Aufgabe 1 auf die Folie gepackt. Bei der Aufgabe 1 ist es so, man hört eine Radiosendung, eine authentische Radiosendung, also eine Radiosendung, die tatsächlich auch irgendwann einmal im Radio gespielt wurde, die halt einfach gekürzt ist. Und zu dieser Radiosendung gibt es 10 Richtig- oder Falschaussagen. Ja? Das heißt, man muss genau zuhören und man muss sich dann entscheiden, ist dieser Satz, der hier steht, richtig oder ist er falsch? Das Schwierige daran ist natürlich, dass der Wortlaut, wie er hier auf dem Blatt vorkommt, so nicht im Text vorkommt, sondern dass das natürlich andere Formulierungen sind. Um bei dieser Aufgabe viele Punkte erreichen zu können, ist es also wichtig, das im Detail zu verstehen, worum es in dieser Radiosendung geht. Ja, Sie merken schon, beim Lesen haben wir uns was zum Globalverstehen angeschaut, beim Hören kommt jetzt was zum Detailverstehen. Wie kann man Detailverstehen und Hören trainieren, ohne dass es langweilig wird? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zwei davon habe ich Ihnen mitgebracht. Die erste, Sie sehen hier einen Pinocchio. Pinocchio steht ja dafür, dass gelogen wird, dass Unwahrheiten erzählt werden. Man kann eine Lügengeschichte erzählen. Ja, was meine ich damit? Ich meine damit, Sie nehmen zum Beispiel einen Text, Sie suchen sich eine kurze Geschichte. Es kann aber auch Aktuelles aus der Tageszeitung sein, was eben gerade verfügbar ist und geeignet ist für Ihre Gruppe. Und Sie lesen diesen Text einmal vor. Ja, da haben die Leute hören einmal zu und dann lesen Sie diesen Text ein zweites Mal vor. Das kann sein unmittelbar im Anschluss, das kann auch sein eine Viertelstunde später, nachdem Sie in der Zwischenzeit eine andere Übung gemacht haben. Je später, desto schwieriger wird es. Unmittelbar im Anschluss ist es für die Teilnehmer leichter. Das heißt, wenn Sie diese Übung öfter machen, man kann die Zeit ein bisschen steigern, die dazwischen liegt. Am Anfang würde ich das aber jedenfalls unmittelbar danach wieder vorlesen. Sie lesen diese Geschichte dann also ein zweites Mal vor. Und bei diesem zweiten Mal Vorlesen bauen Sie Fehler ein. Zum Beispiel, ich habe eine Geschichte, in der ich zuerst erzähle, also beim ersten Durchgang erzähle, es war Sonntag und mein Vater hatte Geburtstag, es war sein 63. Geburtstag und so weiter und so fort. Und beim zweiten Mal, bei dem ich die Geschichte erzähle, würde ich dann sagen, ja, es war ein Sonntag, mein Vater hatte Geburtstag und es war sein 65. Geburtstag. Ja? Ich habe also eine Information, eine kleine Information verändert und die Aufgabe der Schüler und der Schülerinnen ist es nun, diese kleinen Änderungen herauszuhören. Und dann durch ein Handzeichen oder durch Herausrufen, was auch immer man sich mit ihnen ausmacht, zu sagen, wie das richtig gehört. Ja, also sie müssen die Lügen erkennen, die geänderten Details erkennen. Sie müssen also sehr genau zuhören, sich gleichzeitig auch merken, natürlich, was in dieser Geschichte passiert ist. Deshalb eignen sich auch Geschichten, weil da ein kausaler Zusammenhang besteht, der das Merken leichter macht. Und macht den Teilnehmern großen Spaß. Da sind sie immer mit Feuereifer dabei. Auch hier kann man natürlich ein Wettbewerbselement einbauen, kann mitzählen, wer hat wie viele Fehler gehört, kann auch Gruppeneinteilungen machen und die gegeneinander spielen lassen. Also dass man zum Beispiel sagt, alle, die links sitzen, sind eine Gruppe, alle, die rechts sitzen, sind eine andere Gruppe. Und welche Gruppe hat am Ende mehr Fehler gefunden? Man kann das machen, wie gesagt, mit Herausrufen oder mit Aufzeichnen. Oder man kann es machen, dass jede Gruppe für sich still die Fehler notiert und am Ende dann verglichen wird, wer hat wie viele Fehler gehört und wie ist die Information richtig. Ja, das ist sozusagen die zweite Schwierigkeitsstufe, diese Information richtig zu stellen. Nicht nur zu hören, da war etwas anders, sondern auch, wie war das ursprünglich. Damit lassen sich, wie gesagt, wunderbare Stunden gestalten. Teilnehmer sind meistens hellauf begeistert oder eigentlich immer hellauf begeistert, macht ihnen total Spaß und es ist vor allen Dingen
auch Prüfungsvorbereitung, ohne als Prüfungsvorbereitung daherzukommen. Also wenn man sagt, heute bereiten wir uns auf die Prüfung vor, ist das ja meistens ein bisschen ernst und ein bisschen belastet sozusagen. Aber hier passiert das ganz automatisch, weil nicht im Vordergrund steht, ich muss dann zu Fragen beantworten und das ist jetzt wichtig, dass ich da möglichst viel richtig habe, sondern es steht im Vordergrund der Spaß, es steht im Vordergrund, das Ziel zu erreichen, also die Lügen zu entlarven und vielleicht eben zum Schluss in der Gewinnergruppe zu sitzen. Eine Variante des Ganzen ist symbolisiert der zweite Text hier. Dieser Text ist jetzt einfach ein beliebig ausgewählter, ist tatsächlich ein Text aus der Prüfung, aus Aufgabe 1. Das ist jetzt aber gar nicht wesentlich. Eine andere Möglichkeit, was zu spielen oder eine Abwandlung davon ist, dass man aus der Klasse 5, 6 Leute auswählt, je nachdem, wie lange Zeit man einplant, aber je mehr, desto lustiger wird es. Mehr als 6 oder 7 würde ich allerdings nicht machen. Also Sie suchen ein paar Personen aus und die erste Person davon bekommt einen Text zu lesen und alle anderen ausgewählten Personen verlassen das Klassenzimmer. Das heißt, wenn ich das jetzt mit 5 Personen machen würde, der ersten Person würde ich den Text zu lesen geben und die Personen 2 bis 5 schicke ich vor die Tür für kurze Zeit. Die anderen bleiben da und die anderen haben den Auftrag zuzuhören. Und die erste Person, die da geblieben ist, liest einen Text. Das funktioniert ganz gut, wenn es keine ganz langen Texte sind, damit sich das nicht in die Länge zieht. Liest einen Text und wenn sie den Text gelesen hat, wird die zweite Person von vor der Tür hereingeholt und die erste Person erzählt dann der zweiten Person, was sie gelesen hat. Ja? Und die anderen hören zu. Wenn diese Erzählung geschehen ist, kommt die dritte Person herein und die zweite Person, die gerade erzählt bekommen hat, was die erste Person gelesen hat, erzählt das nun der dritten Person. Sie merken schon, das ist ein bisschen wie stille Post, nur mit einem längeren Text. Und was man hier wunderschön beobachten kann, ist, wie sich ein Text von einer Erzählung zur nächsten verändert und wieder verändert und wieder verändert. Und die letzte Nacherzählung hat mit der ersten oft nicht mehr besonders viel gemeinsam. Ja? Also da werden oft, oder da bleibt auch oft nicht mehr besonders viel übrig, weil natürlich jeder, wenn er es nacherzählt, ein paar Informationen weglässt. Und am Ende des Ganzen, also wenn die Geschichte sozusagen beim 5. angekommen ist oder beim letzten angekommen ist, dann diskutiert man mit dem Plenum, was hat sich alles verändert. Dann kann man den Text auch gemeinsam lesen mit allen und schauen, welche Informationen sind weggekommen, welche sind als nicht so wichtig empfunden worden, welche sind als wichtig genug empfunden worden, um weitergegeben worden zu sein. Wo hat sich zum Beispiel die Erzählung von 2 auf 3 verändert, wo von 3 auf 4. Auch das wiederum involviert alle. Und da sind auch einmal alle mit Feuereifer dabei, weil sie natürlich auch Unterschiede festgestellt haben und dadurch in der Wahrnehmung auch nicht als erstes steht, ich bin jetzt im Sprachkurs und ich mache eine Übung, sondern in erster Linie steht ein Ziel vor Augen, das ich erreichen soll. Also ich soll ja erreichen, dass ich hier heraushöre, wo die Geschichte immer wieder verändert worden ist. Können Sie machen mit wirklich Geschichten, können Sie aber auch machen mit Sachtexten. Ja? Funktioniert mit Sachtexten genauso gut. Ich würde die Lügengeschichte, die ich Ihnen zuerst präsentiert habe, die würde ich eher nicht so mit Sachtexten machen. Das funktioniert tatsächlich besser mit Narrativen. Das zweite funktioniert aber sowohl mit Sachtexten als auch mit Geschichten. Das funktioniert eigentlich mit jeder Art von Text, solange er lang genug ist. Also das müssen schon ein paar Absätze sein. Es darf jetzt nicht ganz kurz sein. Wenn Sie sozusagen im Anschluss noch auf der Suche nach einem Thema sind, das Sie im Deutschkurs behandeln können, ist die zweite Übung natürlich auch wunderbar dazu geeignet, dann zum Beispiel zu thematisieren, wie entstehen Gerüchte oder wie entstehen Fake News, kann man dann einfach inhaltlich auch wunderbar anknüpfen. Gut, das sind die beiden rezeptiven Fertigkeiten gewesen. Dann gibt es natürlich auch noch 2 produktive Fertigkeiten und diese produktiven Fertigkeiten sind auch meistens die, vor denen die Teilnehmer besonders viel Angst haben, ja, die ihnen besonders viel Respekt abbringen, weil man einfach ja meistens ja auch in der Lernbiografie, in den rezeptiven Fertigkeiten schneller
auf einem höheren Niveau ist als in den produktiven Fertigkeiten. Deshalb ist es da insbesondere wichtig zu üben. Zum Schreiben, das ist jetzt einfach ein Beispiel aus Aufgabe 2. Da gibt es ein Thema als Vorgabe und zu diesem Thema gibt es 3 Äußerungen bzw. 3 Schlagzeilen. Und die Prüfungsteilnehmer sollen ihre Meinung dazu schreiben und auf diese Schlagzeilen bzw. Meinungen eingehen. Und was hier ganz, ganz oft passiert und was in der Prüfung sich negativ auswirkt, ist, dass dieser Input wörtlich zitiert wird. Also dass Prüfungskandidaten dann wirklich schreiben, im Deutschkurs haben wir über das Thema Kind und Beruf diskutiert und die erste Person hat gesagt, Doppelpunkt. Und dann wird die Äußerung hingeschrieben. Ja, das machen recht viele Teilnehmer. Dadurch erreichen sie natürlich sehr schnell die geforderte Wortanzahl. Allerdings kommt das böse Erwachen dann mit dem Ergebnis. Wenn natürlich viel abgeschrieben ist aus dem Input, dann ist es die Schreibaufgabe nicht geglückt. Das ist ja keine Abschreibübung, sondern es ist ja, schreiben Sie einen freien Text. Und das Problem ist manchmal gar nicht so, dass die Kandidaten nicht wollen oder glauben, sie wollen sich es einfach machen, sondern das Problem ist oft, dass sie nicht so geübt sind darin, Dinge anders zu formulieren. Ja? Dass sie einfach Schwierigkeiten damit haben, einen Satz umzuformulieren. Deshalb die Übungen für das Schreiben vorbereiten, üben Sie mit den Leuten Synonyme. Üben Sie, wie man Dinge umformuliert. Synonyme kann man auf vielfältigste Weise üben. Zum Beispiel kann man Memories machen mit Synonymen. Man kann Tabu spielen. Ja, Tabu kennen Sie bestimmt alle. Das ist dieses Spiel, wo man einen Begriff bekommt, den man dann umschreiben muss, ohne bestimmte wesentliche Begriffe dazu nennen zu dürfen. Auch da kann man mit der ganzen Klasse sozusagen viel Action produzieren im Klassenraum, kann auch hier wieder einen Wettbewerb draus machen natürlich. Aber ganz wichtig ist dieses Umformulieren können, auch von einzelnen Wörtern, also Synonyme zu kennen und diese auch verwenden zu können, weil meistens ist das Erste, was einem in den Kopf kommt, wenn man schon was gelesen hat, dann nimmt man natürlich das Gleiche. Ein weiterer Punkt, der oft schwierig ist bei diesen Texten, und es ist jetzt ganz egal, welche Aufgabe in der schriftlichen Prüfung, sind Konnektoren. Konnektoren werden entweder gar nicht verwendet in vielen Fällen oder sie werden falsch verwendet. Auch das kommt vor. Wenn sie gar nicht verwendet werden, dann sind die Texte halt auch nicht besonders zusammenhängend. Dann ist das eher so wie eine Perlenkette, die halt aufgereiht wurde, aber der Text ist nicht ineinander verwoben und es gibt Punktabzug. Oder es werden nur ganz einfache Konnektoren verwendet, ja, nur und das vielleicht. Es gibt aber auf B2 oder für B2 auch in den Lehrwerken sehr viele zweiteilige Konnektoren, die sich wunderbar zum Beispiel dazu eignen, ein Memory draus zu machen. Ja, also welche gehören zusammen? Ja. Kann man als Memory spielen, kann man aber auch mit offenen Karten spielen, dass die richtigen zusammengefunden werden müssen. Wenn immer Sie irgendwelche Spiele machen mit Kärtchen, geht auch zurück auf die Idee bei den Synonymen. Das bringt natürlich auch ein haptisches Element hinein. Das spricht verschiedene Sinne an. Ich nehme die Kärtchen in der Hand. Das ist etwas für den motorischen Lerntyp. Ich sehe die Wörter auf den Kärtchen. Das ist etwas für den visuellen Lerntyp. Und natürlich, wenn ich dieses Kärtchen umdrehe, automatisch liest man vor, was darauf steht. Das heißt, ich habe auch noch den auditiven Lerntyp. Ich spreche damit einfach viele Kanäle an und viele Lerntypen und damit ist die Chance auch groß, dass das dann im Gedächtnis bleibt. Wir wissen ja aus der Forschung, bei Wortschatz, bis ich ihn mir merke, muss ich dem mindestens 10 bis 20 Mal begegnet sein, dem Wort. Wenn Sie Memory spielen und da viele Karten haben, dann drehen Sie die Karten auch einige Male um, dann haben Sie da schon ein paar Wiederholungen geschafft, die Verankerung im Gehirn ein bisschen schneller werden lassen, sozusagen. Gut. Schauen wir noch zum Sprechen. Ja. Zum Schluss kommt Sprechen und beim Sprechen habe ich hier die letzte Aufgabe mitgebracht. Sprechen besteht aus 3 Aufgaben. Die schwierigste Aufgabe ist naturgemäß die 3. Aufgabe, weil die mehrere
Schwierigkeiten beinhaltet. Zum Ersten, bei dieser Aufgabe ist es so, ich bekomme einen Standpunkt zugeteilt. Das heißt, ich kann nicht meine eigene Meinung vertreten, sondern ich muss eine Meinung vertreten, die ich zugeteilt bekommen habe. Das kann mit etwas Glück meiner Meinung entsprechen. Das kann aber auch meiner Meinung total zuwiderlaufen. Ja? Weil aber auf B2 sozusagen auch in GER ein ganz wesentlicher Punkt ist, etwas zu argumentieren und Standpunkte zu vertreten, ist das auch sozusagen möglich, dass ich nicht meinen eigenen Standpunkt vertreten muss. Als Vorbereitung haben die Teilnehmer immer zwei Meinungen bekommen. Das heißt, sie kennen die eigene Meinung, die sie vertreten sollen, und sie wissen auch, was die gegnerische Meinung sozusagen für Argumente hat. In der Vorbereitung passiert dann ganz oft, dass halt dann im Text wichtige Wörter unterstrichen werden, wo man dann versucht, die in der Prüfung unterzubringen sozusagen und zu nennen. Eine gute Strategie ist aber, sich vorher zu überlegen, auch welche zusätzlichen Argumente kann ich noch nennen, um diesen Standpunkt zu vertreten. Welche zusätzlichen Argumente könnte denn auch die Gegenseite haben? Ja? Also man sollte in der Vorbereitungszeit nicht nur den eigenen Text lesen, sondern unbedingt auch den der anderen Person, weil man dann ein bisschen besser einschätzen kann, worauf man vielleicht reagieren muss. Und ja, natürlich gibt es auch Redemittel, die man üben kann. Ja, also meiner Meinung nach, ich bin der Ansicht, dass das schadet nie, wenn man solche Redemittel parat hat, die man dann in der Diskussion einbringen kann. Wie kann man das in der Klasse üben und vor allen Dingen auch so üben, dass nicht nur zwei Personen diskutieren, sondern dass möglichst die ganze Klasse involviert ist? Es ist ja langweilig, wenn nur ein paar was tun und die anderen müssen zuschauen. Es gibt ganz, ganz viele Rollen- und Planungsspiele. Ich weiß nicht, ob Sie da schon einmal grundsätzlich was gehört haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ein Beispiel für ein Rollen- oder Planungsspiel könnte zum Beispiel sein, man ist gemeinsam der Gemeinderat des Heimatortes, ja, und es gibt ein Thema in der Gemeinde, das zu diskutieren ist. Das kann zum Beispiel ein Umweltschutzthema sein, das kann jetzt mit Blick auf Österreich zum Beispiel sein, man ist ein Ort in den Tiroler Bergen und überlegt, ob man einen neuen Skilift bauen soll. Das kann etwas Gesellschaftsrelevantes sein, wie wir müssen unsere Schule schließen, weil es gibt zu wenige Kinder, die dort zur Schule gehen. Oder wir brauchen einen neuen, eine Müllverbrennungsanlage, wir brauchen andere Energieversorgung, ist auch brandaktuell. Also da können Sie einfach ein Thema auswählen, das für Ihre Gruppe passt, das für Ihren Kontext passt. Ja, wie gesagt, den Ideen sind keine Grenzen gesetzt, es muss auch gar nicht bei uns lokalisiert sein. Ich habe auch schon wunderbare Planungs- und Rollenspiele in sehr internationalen Settings gespielt. Zum Beispiel ein Teil repräsentiert einen Hersteller, zum Beispiel von Apple, und ein anderer Teil repräsentiert die Personen, die in den Fabriken in China arbeiten, ne, und die diskutieren dann miteinander. Was wichtig ist bei diesen Planungs- und Rollenspielen ist, es müssen verschiedene Positionen vertretbar sein. Das heißt, wenn Sie ein Thema aussuchen, überlegen Sie sich, wie viele verschiedene Meinungen, welche Standpunkte gibt das Thema her? Und nach diesem Standpunkt teilen Sie dann Rollen ein. Das heißt, bleiben wir zum Beispiel bei unsere Gemeinde braucht oder unser Ort braucht eine neue Energiequelle und wir wollen ein Windkraftwerk bauen zum Beispiel. Dann gibt es in diesem Gemeinderat vielleicht Personen, die da total dafür sind, weil sie Umweltschützer sind, weil das eine grüne Energiequelle ist. Dann gibt es vielleicht eine zweite Gruppe, die da dagegen ist, die sagt, na, das schaut hässlich aus, das verschandelt unsere Landschaft, die sind einfach aus Prinzip dagegen. Dann gibt es vielleicht eine dritte Gruppe, für die gar nicht der Umweltschutzgedanke im Vordergrund steht, sondern für die im Vordergrund steht die Kosten nutzen, die sagen, naja, okay, aus einem Windpark zu bauen, das kostet sehr viel Geld, da müssen wir das dann sehr lange nutzen. Wenn wir etwas anderes machen, wäre das günstiger. Dann gibt es vielleicht noch jemanden, der an Arbeitsplätze denkt und als Argument einbringt, ja, wenn wir so etwas bauen, das schafft neue Arbeitsplätze. Die Kinder können dort vielleicht, oder Jugendliche können dort vielleicht ein Praktikum machen. Wir haben vielleicht auf Dauer mehr Arbeitsplätze. Also Sie merken schon, es muss verschiedene Positionen geben und verschiedene Sichtweisen geben.
Und für diese Sichtweisen und für diese Positionen muss man auch ein bisschen Argumente sammeln. Das macht man am besten mit der Gruppe gemeinsam. Das heißt, man teilt einfach einmal zu. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Gruppe von 15 Personen und immer drei Personen gehören zu einer Gruppe. Und dann bekommt jede Gruppe mal Zeit, sich zu überlegen, wie sie ihren Standpunkt argumentieren könnte, mit welchen Argumenten sie arbeiten könnten. Und dann gehen sie wirklich in die Spielphase. Und in dieser Spielphase sitzen alle an einem großen Tisch und diskutieren. Und Sie als Lehrer sind nur noch der Moderator dieses Gesprächs. Also Sie lenken dann halt das Gespräch, wenn es zu sehr, zu lange in einer Richtung klebt, in eine andere Richtung. Und da entstehen sehr, sehr rege Diskussionen. Also das ist auch immer sehr schön zu beobachten, wie die Leute sich dann da auch hineinsteigern können, obwohl das oft nicht ihre eigene Meinung ist. Und das ist auch ein ganz wichtiger Hintergedanke mit Blick auf die Prüfung, wo es ja auch passieren kann, dass ich nicht meine Meinung darstellen muss oder vertreten muss. Und im Idealfall findet man zum Schluss einen Kompromiss und einen Konsens, der alle irgendwie zufriedenstellt, also wo keiner ganz enttäuscht ist, dass er seine Meinung nicht durchsetzen konnte. Der Nachteil an solchen Rollen- und Planungsspielen ist ganz klar, es braucht im Unterricht viel Zeit, weil sie einfach die Zeit brauchen, auch vorher um Argumente zu sammeln und dann auch das Gespräch relativ lange dauern kann. Aber die positiven Effekte sind natürlich deutlich überwiegend. Im Normalfall bekommen sie damit auch Schüler und Schülerinnen zum Sprechen, die sonst eher schweigsam sind, die sich sonst vielleicht eher zurücklehnen, eher abwartend sind. Hier kommen alle sozusagen in diese Rolle der Diskutierenden und müssen sich beteiligen. Und wie gesagt, es wird das Freisprechen geübt, es wird das geübt, auf die Argumentation des anderen einzugehen und nicht einfach nur vorbeizureden. Also die positiven Effekte überwiegen bei weitem. Wie gesagt, der einzige negative Effekt ist, Sie müssen relativ viel Zeit einplanen. Sie können das Ganze ein bisschen abkürzen, indem Sie selber vorher schon auf die Rollen, also indem Sie selber Rollenkarten vorbereiten und dort schon ein paar Argumente aufschreiben. Ja, dann haben halt nur Sie noch mehr Vorbereitung, oder haben Sie mehr Vorbereitungsarbeit, aber ein bisschen mehr Zeit im Unterricht. Gut, damit bin ich fast pünktlich am Ende meiner Präsentation angekommen. Ich hoffe, es waren für Sie die ein oder andere Idee dabei, die Sie auch im Unterricht umsetzen können. Falls Sie Fragen haben zum österreichischen Sprachdiplom, zur Prüfung B2, zur Prüfungsvorbereitung, Sie können jederzeit uns gerne kontaktieren, entweder per E-Mail an info@osd.at oder auch gerne mich direkt. Schauen Sie ins Internet, gehen Sie auf unsere Homepage. Auch dort finden Sie noch Vorbereitungsmaterialien und Hinweise, wie Sie im Unterricht die Prüfungsvorbereitung gestalten können. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für den Unterricht und Ihren Schülerinnen und Schülern natürlich ganz, ganz viel Erfolg bei der Prüfung. Dankeschön.